Over here bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Hi, welcome to the show. Nice to have you here. Nice to be here. Yeah, das letzte, was wir von euch gehört haben, war eine Deutschlandtournee im Februar diesen Jahres. Und seit dem letzten halben Jahr weiß eigentlich keiner so richtig, was ihr gemacht habt. Was war los? The last thing we have heard of you was your tour in February here in Germany, and we don't know what has happened within the last 6 months. So you better tell us. After Germany. After Germany, we went to America, and then. And after, actually, halfway through the American tour, it got cancelled because Richie broke his finger. Yeah, I heard of it. Threw the guitar up one night and caught it on that finger. The courting finger. And which is a very important one. Exactly. Mm-hmm. Complaints from the wife and everything. So, anyway, it was cancelled, so we had a couple of months off. And we didn't know what to do, so we went, had a little holiday. Oh, really? And worried, you know, had a month or so of worrying, and... then we came back to do these shows here in Germany, and also there were a couple of places that we didn't get the opportunity to play on the previous tour in Helsinki and Oslo and Vienna. Right. So we're doing some smaller shows as well this trip, but it's just a little tour. Just a little tour now. Just especially for Germany, really. Great, we feel honored. Fühlen uns sehr geehrt, das hat eine ganz kleine Tour nur im Moment, nur für Deutschland, denn man weiß, vorher waren sie in Amerika. Also ich habe sie ja gefragt, aber jetzt weiß man es wirklich, sie war in Amerika, haben eine Tournee gemacht und da hat der Richie seine Gitarre in die Luft geschmissen und hat sich den Mittelfinger, was ist das, this finger or this finger? This finger. Also den Ringfinger hat er sich geschnitten und gebrochen, glaube ich, auch noch, und deswegen war die Band gezwungen, eine Pause zu machen, eine längere, und jetzt sind sie wieder da, Richie ist wieder hoffentlich wohl auf. So what has happened to his hand? Is it all okay, Richie? No, it fell off eventually, just came completely off. It fell off? Yes. And so you had to glue it on? No, he plays with three fingers now. Also Ian Gillan verkauft mir hier eine Neuigkeit, die ich nicht glaube. Er sagt, der Finger ist völlig abgefallen und spielt dann nur noch mit vier Fingern. I don't believe a word. Don't believe your word. Ihr seid Headliner in den Monsters of Rock Festivals. Fühlt ihr euch eigentlich wohl in der Rolle der... so okay, I go on. Also ihr seid... auf den Monsters of Rock Festivals, und das ist ein sehr metal-orientiertes, spreche ich zu euch, ein sehr metal-orientiertes Festival. Fühlt ihr euch da wohl? The Monsters of Rock Festivals are very metal-orientated, so do you feel very comfortable headlining this? Yes, I like all kinds of music, and even heavy metal. Even heavy metal? Yeah, yeah. But you're considered we're as not a heavy metal group, really. Yeah, but sometimes you're considered to be a heavy metal band, but only not one fools. Of the harder ones. Only by fools. Aha. Also nur Narren halten diese Band für eine wirkliche Heavy-Metal-Band, und sie mögen alle Arten von Musik, und anscheinend macht es ihnen nichts aus, dass Bands, die eine andere Stilrichtung haben, mit dabei sind. Okay, we look at the video first before we go on talking, before wir weitermachen, Call of the Wild. It would have needed you on the video. Warum seid ihr in diesem Video nicht aufgetreten? Ich meine, eure Platte kann man ja kaufen und kann sich auch anhören. Aber in einem Video wollen wir euch auch sehen. It's if I buy a record, right? Yes. Then I can listen to your music. But if I look at the video, I want to see the band. So why are you in the... Go to the show, then. Not everybody can afford to go to the show, and not everybody can go to. That's just tough. Tja, also das ist einfach... That's the way life is, you know, they've got its ups and downs. I can't always get me cornflakes when I want it. Also seine Cornflakes kann er auch nicht immer haben, wenn er will. Er sagt, man kann nicht alles im Leben haben, was man gerne möchte. Und er meinte, man sollte sich die Show anschauen. Und deswegen sind sie auch nicht in dem Video. Will ich also gar nicht länger nachhaken. Eine andere Frage. Ihr habt als Band, jetzt verschwören sie sich wieder gegen mich, also ich weiß nicht, wie ich gegen euch ankommen soll. You look at me with a strange look. I don't know what to do. You're doing fine. Ja, gut. Okay. Passt auf, ihr zwei. Ihr habt als Band mit Deep Purple vor eurem Split und nach eurem Split, jetzt seid ihr wieder zusammen, seid alle Höhen erlebt, die man als Band erleben kann. Gibt es überhaupt noch Ziele, die man hat? While he is playing the headbanger, I talk to you. Gibt es, no, I talk English. You have had everything in success that a band can have, right, with Deep Purple. So are there still any objectives, goals you have? Yes. It depends how you measure success. If you measure success in terms of gold records or money or concerts or whatever. How do you measure it? It's in here. Uh-huh. So are you satisfied? Do you think there is anything more you never, can have? Never satisfied. Mm-hmm. As soon as you're satisfied, you might as well go home and go to sleep. I want more PDs. That's my big, more beer money.
More beer money. Mm. He wants more beer money. Also, Ian Gillan ist wunschlos glücklich. Er möchte nur mehr Geld fürs Bier haben. I translate everything you say, right? So. It's very clever of you. Und er sagt im Grunde, wenn man Erfolg an goldenen Platten misst, dann haben sie alles gehabt, aber er sagt, er ist eigentlich nie zufrieden. Ich habe eine Frage an Ian. Was viele Leute nicht wissen, ist, du warst Musical-Sänger, du hast Jesus Christ Superstar gesungen auf Platte und ich fand das sehr, sehr toll. Warum hast du nicht weitergemacht? Maybe not everybody... It was great. It was fantastic. I enjoyed doing it. It was a nice experience and but it why only took 3 hours. I didn't take the stage show and I didn't do the film because... Basically, I was with Deep Purple, and that comes first. But we've always got lots of little things that we want to do outside of Deep Purple, which gets off our frustrations. So that's why sometimes we change our trousers. So ist es also. Also offensichtlich hat er meine Frage verstanden, wenn auch nicht ganz so, wie ich sie gestellt habe. Er sagte, ich habe damals nicht den Film gemacht, ich habe nicht die Bühnenshow gemacht, ich habe nur die Platte gemacht, aber ich bin bei Deep Purple geblieben, deswegen hatte ich auch keine Zeit dazu. Okay, many thanks for coming here. Vielen Dank fürs Kommen. I like it very much. I'm feeling a bit of a brush off here, Rog. I wish you good luck at the show. Thank you very much. I'll see you there. You're going? I'm going, I'm coming. Fantastic. And I'll see you. Great, because we're not videoing it. Kein Video. Okay. Bye, darling. Thanks for coming. Thank you.